Topfgucker TV empfiehlt. Wenn wir den Sauerteig die Oberfläche aufreißen, müssen Luftblasen zu sehen sein. Wir nehmen jetzt den fertigen Sauerteig und tun ihn mit Mehl und mit Salz wieder anfüttern und wieder neu vermischen, sodass wir dann die zweite Stufe gehen lassen können. Ich nehme jetzt 500 Gramm kaltes Wasser. Sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser nehmen. Also müssen wir sehr genau arbeiten und nehmen als zweites dann noch dazu 550 Gramm Dinkelvollkornmehl und tue das anschließend miteinander vermengen, so dass ein richtig schöner fester Teigklumpen entsteht. Nicht zu dünn machen den Sauerteig.